Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Kart 8. Wir werden jeden Grand Prix im Spiegelmodus durchzocken und danach gehen wir in den Online-Modus. Heute fangen wir mit dem Pilzcup an. Und mit Koopa. Ja, weil es der erste Fall ist, nehmen wir mal das Standard-Bike, Standard-Kart. Standardräder und Standardgleiter. Die erste Strecke ist das Mario Kart Stadion. Ich finde, das ist die beste Anfangsstrecke, die es je in einem Mario Kart gab. Die ist richtig schön, die ist richtig toll. Ich finde einfach, das tollere Strecke ist, es sieht bombastisch gut aus, es hat eine tolle Graffiti-Zone und es hat auch in der Luft diese diese Feuerwerkskörper, es sieht einfach geil aus. Wir versuchen natürlich in jedem Rennen die 3 Sterne zu holen, das heißt in jedem Rennen den ersten Platz zu belegen in einem Grand Prix. Ups, kleiner Fehler. Ich war halt immer daran gewöhnt, dass es 150 cm sind und nicht spiegelt. Und ich spiegel ja einen automatisch da. Ich spiele übrigens mit dem Gamepad. Ich finde einfach, das ist die beste Alternative. Mit welchem Controller spielt ihr eigentlich, wenn ihr Mario Kart 8 besitzt? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren.
Ja, ich finde, diese Strecke ist auch sehr schön. Also, im Pilz Cup gibt es eigentlich keine Strecke, die mir nicht gefällt. Alle vier super. Meine Lieblingsstrecke, nicht vor allem wegen der Strecke, sondern eigentlich wegen der Musik. Die ist einfach, ich finde sie so cool und sogar süß halt, wie die Strecke. Yes. Das läuft ja ganz gut, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass der Pilz Cup der einfachste ist. Weil ich habe mir dieses Mal, wie ihr gesehen habt, ja auch ganz viele Fahrfehler geleistet, aber trotzdem Erster geworden. Wahrscheinlich steigert sich das dann mit den Cups. Wie gesagt, in Pilz Cup alle Strecken top. Und diese auch. Die Musik ist auch voll gut. Oh, ich nehme jetzt nicht die Abkürzung, weil die habe ich glaube ich noch nicht auf im Spiegelmodus. Vielleicht in der letzten Runde. Oh.
Mann, wenn wir jetzt nicht Erster werden. Das ist ja so bitter. Komm schon, Monde. Enttäusch mich nicht. Oh. Nein, bitte nicht. Nein. Nein. Scheiße. Mann. Naja, das ist auch meine Schuld. Liegt nicht am fliegenden Panzer. Du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Neues Fahrzeugteil und neue Städte. Ja, okay. Jetzt sind es leider nur 2 Städte geworden, nicht 3, wie ich mir erhofft hatte. Aber auf jeden Fall ist der Part jetzt zu Ende. Bis zum nächsten Mal.